Lass den Controller nicht fallen. Das ist mir tatsächlich schon lange nicht mehr passiert. Seit Wii-Zeiten. Ja, mit der Wii-Fernbedienung, dem Rumgefuchtel. Und natürlich ist es mir dann passiert, als ich einmal die Handgelenksschlaufe nicht angelegt hatte. Ist aber zum Glück nichts kaputt gegangen. Beziehungsweise eigentlich ist es schade, denn dann wäre die Geschichte jetzt nicht so langweilig gewesen. Hat auch vielversprechend angefangen, oder? Er hat den Controller durch die Gegend geworfen, aber nichts ist kaputt gegangen. Langweilig. Hi! So, was war das jetzt hier? Soll ich mal in dieses Loch springen? Oh, für einen Moment dachte ich. Dann habe ich aber hier schon ein minder mittelmäßiges Problem, oder? Ach so! Also, wir aktivieren den Schalter. Ey! Oh, das sieht interessant aus. Brauche ich alles gar nicht. Nee, komm, brauche ich nicht. Das ist ja witzig, ne? Haha. So, jetzt werde ich hier vor eine weltentscheidende... Ich den erstmal hier rauslocken. Ich glaub, weiß gar nicht, ob der mich überhaupt getroffen hätte. Und der überlebt das sogar. Das ist irgendwie gar nicht mal so cool. Wäre das aber nicht egal gewesen, was ich, in welcher Reihenfolge ich das mache? Pass auf, ich nehme diesmal zuerst das Pau. Genau. Ach, und jetzt ist er da unten eingesperrt. Weißt du, da ist so viel übereinander gestapelt. Wer soll denn das sehen? Ich hab ein gutes Gefühl. Ja, ein sehr gutes Gefühl. Ist nicht zufällig das Ziel da unten, oder? Das wäre zu nice gewesen. Neugier! Ha. Ha. Oh, nicht mal das kriege ich hin. Ich will das so schaffen. Weißt du, wenigstens irgendwas? Selten, dass man sich nicht extra klein machen soll. Ist es wenigstens richtig gewesen, hier durchzurennen? Give that to me. Ha. Kann er mir ja wohl nicht nehmen. Warum sieht es so aus, als sollte man die Bombe von hier oben werfen? Das kann alles nichts Gutes bedeuten. Oder bin ich zu misstrauisch? CP1. Nach jeder Röhre denke ich mir, fällt ein Fisch auf den Kopf. Ich weiß nicht warum, aber das Level ist so aufgebaut. I'm doing it. Wow. Wow. Hatte ich da wahnsinnigen Dusel, dass die vorher nicht rausgekommen ist, als ich mal einen kleinen Schritt von der Röhre weggemacht hatte? Das war aber ein schneller Checkpoint. Was ist das denn? Das ist ja fast schon enttäuschend. Pow, P-Switch hat alles eingebaut, was möglich ist. Aber hier ist tatsächlich was. Das ist schlecht. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Okay, das war zu offensichtlich. Ich habe nicht dran geglaubt, dass es das ist. Wäre natürlich witzig, wenn man diesen Block tatsächlich aktivieren muss und hinterher kriegt man einen Helm, mit dem man den Block kaputt machen kann und das Pow zerstört den Muncher. Also ich denke jetzt mal... Ach, ich komme hier nicht mehr raus. Wirklich nicht? Das wäre jetzt mal eine Challenge, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass er es ordentlich getestet hat. Achso, stimmt ja. Ah, Nacht. Ich lasse den jetzt mal unaktiviert. Ding Dong. Huh. Okay. Ich hatte recht, seht ihr? Ich hatte recht. Nicht ganz mit dem Helm und so, aber ich war auf der richtigen Spur. Come on. Das ist die Trollerfahrung. Sie reicht noch nicht aus. Ich brauche noch mehr.
Das ist zu weit unten, du. Ich verstehe diese Nachtswomps nicht, ne? Geht nicht. Ich verstehe die nicht. Hier, sofort. Soll ich dem hinterher? Ich. Ja, gute Idee. Pick a path! Wieso? Was? Deswegen. Aber was macht das für einen Unterschied, ob ich das jetzt oben oder unten mache? Egal, ich stelle einfach keine Fragen, sondern... Ach, das ist ein Pau, gar kein... Bin ich blind? Bin ich blind? Hier, ne? Ja. Prima. Ich habe einfach Angst vor Schaltern. Ich will Schalter nicht aktivieren, weißt du? Das ist immer schlecht. No! Irgendwie mache ich hier auf Anhieb sehr viel richtig und hinterher frage ich mich, war das wirklich richtig? So, ich verstecke mich in der Box. Ich vertraue. Wow. Das ist das Ziel. Ich kann es riechen. Da geht noch was auf. Ne? Wenn ich jetzt nicht gesprungen wäre. Oh nein. Danke. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückgehen soll durch die Tür. Soll ich es machen? Da zeigen so viele Pfeile drauf. Und? Ach, das hat so nach Ziel gerochen. Ja, aber mein Gespür war nicht ganz... Hey, ich bin echt voll gut, ne? Wenn ich jetzt noch tatsächlich das umsetzen könnte, was ich so aus dem Bauch heraus... richtig mache, dann wäre es langweilig. Okay, ist jetzt irgendwas... Ich könnte auch nochmal hier durch die Tür gehen. Ich weiß nur nicht, was ich davon hätte. Eher nichts. Einmal im Kreis laufen. Kann man das überleben? Weil ich habe nur zwei Sprunghöhen. Entweder niedrig oder hoch. Und hoch killt nicht und niedrig reicht nicht. Ach so, warte mal. Warte, da passiert nicht zufällig noch was. Mm-mm. So ein Feuer von oben. Weißt du, dass du die Feuerblume gar nicht brauchst in Wahrheit? Man kennt das doch alles. Okay, Mario Maker, ist in Ordnung. Wo hätte ich... Wo? Und wie? Sind jetzt die zwei Fragen, die mich hauptsächlich beschäftigen. Das heißt, ich brauche zuerst die... Ach so! LOL, wie... Die... Trollololololol. Perfekt. Ohne jegliches Aufsehen kommen wir hier durch. Hätte ich nie machen sollen, ne? Oder vielleicht doch? Aha! Oh, no! Das ist das Gemeinste, Mann. Weil in so vielen Troll-Leveln ist es ja so, wenn du es einmal weißt, dann kannst du einfach durchrennen. Und das macht diese Idee irgendwie kaputt. So. Ja, ja. Cleverness over 9000. Fällt mir schwer, da mitzuhalten.
Das Witzigste wäre, wenn jetzt diese Kugel von da drüben noch irgendwas kaputt schießen würde. Was? Woran ist... Da ist wahrscheinlich ein One-Way hinter der Tür. Ha! Soll ich überhaupt nachdenken? Das macht doch, es bringt doch alles sowieso nichts. Da oben ist was! Ich sehe es genau. Keine Ahnung, Mann. Und wir... Das ist eine Chance von 1 zu 10.000, dass ich da gerade nicht zerquetscht wurde. Was hat denn das Ding jetzt da unten eigentlich aufgemacht? Interessiert mich das überhaupt? Ich glaube, das ist das erste Mal seit mindestens 3 Troll-Leveln, dass da keine Stachelkugel drin ist, die das dann öffnet. Wäre das irgendwie ein Problem, wenn ich da runtergehe, bevor der... Wahrscheinlich könnte ich ihn dann nur noch wegstoßen. Also das hier war gut. Ich bin noch am Leben, also war es gut. Hm. Ein bisschen Schiss, dass da unten ein Checkpoint 1 oder sowas ist. Nö. Okay. Alles in bester Ordnung. Ha! Oh, ich hätte doch hochgemusst. Come on. 50-50. Aber meistens ist es... Na, du weißt es ja nie. Manchmal ist es die richtige Entscheidung, stehen zu bleiben und dann wieder nicht. Ich habe nur das Talent, mich immer fürs Falsche zu entscheiden. Why you touch CP1 again? Ha? Wann soll denn das passiert sein? Und warum muss ich... Das hat aber nicht funktioniert mit dem Zerquetschen da hinten. Ach, guck mal. Da kommt das Thumbnail her. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Sehr, sehr gespannt. Wahnsinnig. Ich halte es kaum aus. Doch, das ist tatsächlich. Aber wann... Moment, das muss ich nochmal angucken. Wann soll das passiert sein? Und vor allem, der ist doch da komplett... Ach nee, da oben ist es. Ja, da fällt die Stachelkugel hin. Schon wieder habe ich was richtig predicted. Das hilft halt nur leider nichts. Es hilft leider überhaupt nichts. Weißt du, irgendwann werde ich noch aus Neugier den Schalter da oben aktivieren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gar nichts Spannendes. Es passiert einfach irgendwas Dummes. Wie immer. Plock. So. Keine Ahnung, warum ich Angst hatte, dass mir die Plattform auf den Kopf fällt, aber ich habe irgendwie vor allem Angst. Vor allem vor meiner eigenen Dummheit. Da kann eigentlich nur eine Stachelkugel drin sein, die dann den Boden unter der Röhre kaputt macht, oder? So, jetzt ist aber... Ne, ich muss den einsammeln, sonst bin ich nicht groß. Nur jetzt darf ich nicht stehen bleiben, sonst kann ich wieder alles von vorne machen. Ha! Ah, das war ja da, das war ganz schön kurz. Und falls ihr aber jetzt noch mehr Trolls sehen wollt, dann schaut mal in die Playlist hier. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.